Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Black Ops 4 Video. Das letzte ist schon eine Weile her. Heute möchte ich einfach mal der Frage auf den Grund gehen, hat man, wenn man doch etwas Geld in COD, also in Black Ops 4 ausgibt, doch vielleicht einen kleinen Vorteil, speziell auf die VaporX KG angesprochen. Denn es gibt jetzt gerade eine Meisterkunst-Tarnung für die VaporX KG zu kaufen. Und da ist das, da verändert sich die Optik, das ist klar. Und das Visier ändert sich. Und ich bin der Meinung, und ich hänge da gleich noch ein Video hinten dran, was das vielleicht ein bisschen untermalt, dass man mit diesem Visier einen Vorteil hat, wenn man diese Waffe gerne spielt. Und der Meinung bin ich ganz, ganz fest. Das ist natürlich wieder abhängig nach Spielstil. Aber ich will der Frage jetzt ein bisschen auf den Grund gehen. Ich wechsle jetzt mal hier auf diese Szene. Hier sieht man die VaporX KG mit dem Standardvisier. Wenn man hier so ein bisschen guckt, hat die hier so einen kleinen Bogen. So, und jetzt gehen wir mal auf die Waffe mit der Meisterkunst-Tarnung. Und da ist dieser Bogen weg und ich möchte euch gleich mal ganz kurz auf einer Map zeigen, was das optisch für einen Unterschied macht. Ich zeige euch das jetzt ganz kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Also natürlich ist dieses Visier sehr, sehr, sehr geil so. Aber ich habe das Gefühl, dass mit dieser Meistertarnung man noch ein bisschen mehr vom Umfeld sieht, dadurch, dass dieser Bogen hier weg ist. Ich zeige euch gleich mal noch einen direkten Vergleich. Habe ich auch das Gefühl, dass man die Gegner auf die Ferne ein bisschen besser erkennen kann. Also wenn man hier noch mal ganz kurz so ein bisschen so, na komm. Und wenn man jetzt hier sieht, ist dieser Bogen weg. Und man sieht meiner Meinung nach deutlich besser, mehr vom Umfeld, gerade auf Entfernung sieht man die Gegner besser. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man vielleicht mit der Tarnung, wenn man die sich kauft, einen leichten Vorteil hat. Das ist mein Empfinden. Und ja, ich hänge jetzt auf jeden Fall hier noch ein Gameplay hinten dran, um euch das ein bisschen deutlicher zu machen, wie geil das eigentlich ist. So, ich denke, das verdeutlicht ein bisschen, warum ich denke, dass man mit dieser Waffe einen Vorteil hat. Aktuell kann man diese Tarnung gerade kaufen im Schwarzmarkt für 1000 COD-Punkte. Ich selber habe dafür kein Geld ausgegeben und ich habe mir geschworen, dass ich das auch nie machen werde. Ich habe einfach nur vorbestellt. Und da hat man ein paar COD-Punkte geschenkt bekommen. Wenn man jetzt hier auf den Blackjack-Shop geht, geht man hier auf dieses Bündel und da ist diese Tarnung drin. Also wer sich für 1000 das kaufen will, muss man glaube ich 10 Euro für ausgeben. Ich bin der festen Überzeugung, man sieht dadurch besser die Gegner. Und wer sich übrigens fragt, warum ich den Farbschwächen-Modus drin habe. Ich habe das Gefühl, dass wenn man auf Rotschwäche aktiviert, dann haben die Gegner eine gelbe Schrift. Und ich habe das Gefühl, dass man, wenn die Schrift gelb ist, auf den meisten Maps die Schrift einfach besser identifizieren kann. Am besten sieht man das zum Beispiel auf Jungle. Wenn die Schrift da rot ist, hebt sich das Rot manchmal nicht vom Hintergrund ab. Und ich bin der Meinung, dass man das dadurch besser sehen kann. Testet das auch einfach mal aus. Von mir aus schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was, wie ihr das findet. Testet das einfach mal, was ihr von der Tarnung haltet. Ich finde die Tarnung zumindest von der VaporX KG, ich finde die mega stark. Die sieht saugeil aus. Und wenn man eine Blutrünstig-Medaille erspielt, macht die so, naja, so eine Art Vampirgeräusch, würde ich jetzt einfach mal sagen. Naja, sie heißt halt auch Vampir-Tarnung. Das war's soweit von mir. Jetzt hänge ich noch ein schönes Gameplay mit der Tarnung hinten dran. 58 Kills bei Team Deathmatch. Nee, herrschaftsspielig. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei dem Video. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Er sagt nach 5 Sekunden Fight, sagt er, wir verlieren den Kampf. Du bist auch nicht mehr ins Sauber. Was hast du hier gesucht? Hast du nach dem Schatz gesucht? Ein böser Wind.
viel zu viel Munition. Für einen scheiß Gegner. Unfassbar. Wo hab ich eine Zitrone auf einmal her? Ich hasse dich, Alter. Dass die so ein Aim haben jedes Mal. Spawn-Trappen, das ist deins, was? Das kannst du. Bam, Junge, voll in deine Fresse. Ist das dein Ernst, verdammte Scheiße? Jetzt explodiert dieser Scheiß-Truck. Hier, Mann, greif zu. Komm, wir sind genug Leute, wir können C einnehmen. Oh mein Gott. Scheiße. So, die Drohne heben wir uns auf für die zweite Runde. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Komm, pfeift ab. Und schon haben sie B. Oh fuck, oh fuck. Komm, gleich noch die nächste Drohne. Bin ich wieder voll geheilt? Ja. Ehrlich jetzt, hast du mir jetzt den Kill vor der Nase weggeklaut? Oh, ich habe mich gefreut, dass ich mal einen sehe. Oh, jetzt habe ich aber nichts gesehen. Lecco mio. Also ich gehe zu C und bleibe hier stehen. Ach Gott, nee, ich bleib doch nicht bei C. Super. Hier. Leck mich jetzt aber am Arsch, ey. Das ist ja wohl nicht zu fassen, ey. Ach komm, Alter. Wenn ihr keine Zone einnimmt, nehme ich auch keine ein. Oh. Na, Alter, ich wollte rutschen. Was sonst?
58, 16. Na, das war doch mal eine Runde.